Right? Ja. Watagwan, Watagwan, neues Wochenende, neues Video. Hi. Ja. Was war das denn? Jay und ich hatten vor... Nee, wir haben eine Idee gehabt, jedes Wochenende ein Date zu machen. Die Couple Challenge. Ja, auf TikTok hab ich das Alphabet gefunden. Alphabet-Dinger, ja, Alphabet-Dings, also jedes Wochenende ein alphabetisches Date, Tag, Night zu planen. Und eigentlich war ich heute dran. Aber der ganze Tag, wir haben gerade 17 Uhr, der ganze Tag bis jetzt ist absolut schief gelaufen. Nicht mein Schuld, alles Jamilas Schuld, weil sie erstmal verschlafen hat. DB hat auch alles das noch kaputt nicht. Gemacht. Ich hab nicht verschlafen. Aber egal, eigentlich hatte ich den ganzen Tag ja schlechte Laune. Aber durch Jamila habe ich jetzt ein bisschen okay Laune, ein bisschen... Was okay macht man nur ohne die Frau? Ja, okay Laune. Vielleicht also, gleich noch besser. Wie ihr schon sehen könnt... Ja, Buchstabe ist A. Wir sind dann bei Aldi. Chronologisch. Kann man das... Oh, ja, in diesem Modus kann ich ja angesehen. Ich wollte ranzoomen, wir sind bei Aldi. Auf jeden Fall, und ich habe geplant, eigentlich waren wir Aachen vorhin, den ganzen Tag, wir waren 5 Stunden jetzt nur unterwegs, wir sind nach Aachen gefahren und direkt wieder weg von Aachen gefahren, losgefahren und jetzt ist die zweite Dings-Aktivität, was ich geplant hatte und das ist einkaufen bei Aldi. Nein, Spaß. Wir sehen jetzt Erop und wir gehen ein bisschen unser Jünglichkeit, wir sind ja noch nicht so alt, springen. Ein bisschen rumspringen. Eigentlich das war's, ne? Wir gehen da nur rumspringen. Ja. Gehen da rumspringen und danach wird gegessen. Ich sag noch nicht, wo wir essen, aber hat bestimmt auch mit Arzt. Vielleicht bei Aldi. Ja. Dann gehen wir jetzt rein. Wir müssen uns umziehen. Apropos umziehen. Outfit-Check. Ein Outfit zeigen will. Aber ey, gucken wir erstmal dein Outfit an. Dein Outfit gebe ich ein 7 von 10. Ist eigentlich 7? Gut. 7 von 10. Ist doch gut. Ist, du eine hast gute Schwarz. Ja, 7 von 10. Wow. Schmuck passt dazu, Ader passt dazu, Tasche und Schuhe. Ist doch gut. Ey, was willst du denn? Eine 10 natürlich. Findest du das eine 10? Ja, ich fühle mich wohl da drin. Ja, wohl, ja. Deswegen 7. Ist doch gut. Guck mal. Wir passen zwar nicht zusammen, aber trotzdem. Nee, wir beide passen nicht zusammen. Also, wir passen zusammen, nur ja, unsere Seele passt. Ja, nice. Was gibst du mir? Weil du mir eine 6 gegeben hast, gebe ich dir eine 2. Na, Spaß. Natürlich 10 von 10. Obwohl, nein, eigentlich die Farbe, ich finde schon so eine, ich finde tatsächlich so eine 7,5. Ich schwöre sogar. Aber trotzdem... Trotzdem richtig gut. Ja, aber wegen der Farbe. Aber 7,5, aber sogar 8 würde ich dir geben. Aber leider keine 10, aber trotzdem, du machst es zu einer 10. Zeig deine Socken jetzt. Zeig deine. Obwohl, muss sein, muss sein. Ja, muss sein. Muss sein. Okay. Also wir warten jetzt ein bisschen, wir sind drinnen, aber es dauert irgendwie richtig lange. Ja, aber es geht noch nicht von unserer Zeit weg, weil wir sind früher da.
weiß ich eigentlich, das war unfair, aber akzeptiere ich nicht. Dann gehen wir zum nächsten Spiel, zum nächsten Aktivität. Hat ihr Freund gesagt, dass ich die angemacht habe. Und der Freund hat mir ihr Gesicht geboxt und jetzt liege ich auf dem Boden. Und ich liege auf dem Boden, bin fast tot. Ja, hallo? Ich wurde geboxt und das juckt dich nicht. Ja, genau. Ja, genau. Ja, 628. Guck mal, jetzt musst du über 650. Jetzt musst du über 650. Das heißt, so hart wie du jetzt geboxt hast, deine Mutter, dein Mann, deine Mutter ist in Gefahr. Ein Mädchen hält deine Mutter gerade und du musst irgendwie sie boxen, dass sie nicht mehr reden kann, das Mädchen. Ja, wie machst du das jetzt? Lass einfach weg. Lass weg. Nee, lass einfach weg. Ich kann es nicht. Wir gehen was anderes. Egal, gibt's nichts zu erklären. Jetzt thank you.
kleiner Fail. Man kann ab 20 Uhr nur noch mit keine Karte zahlen, also keine Kartenzahlung möglich. Deswegen ist es ein schwer, den Weg Geld abzuheben. Ja, hätten wir auch schon mal ruhig sagen können, ne? Ich wusste das ja nicht. Zu Hause angekommen, wie man sehen kann. Ja, wir haben vergessen zu filmen. Wir haben nicht vergessen, es gibt einfach nichts mehr zu filmen. Der Tag ist vorbei. Doch, wir haben vergessen. Ja, aber der Tag ist ja vorbei. Wir haben gegessen, vorgegessen und jetzt sind wir zu Hause. Yes. Peace. Jetzt gibt's ab.